Boah, nur ein Tag, echt schade. Ist gar nicht leicht. Natürlich, als junges Unternehmen würde ich sofort sagen, hey, wir ändern mal die Förderung, die Kapitalversorgung für Startup, um auch in Deutschland ein Stück mehr Risikonahme und Bereitschaft reinzubringen und das Startup-Leben zu befruchten. Persönlich wäre mir was anderes lieber. Ich sehe heute, dass unser Finanzsystem oder unser Steuersystem so gebaut ist, dass wer mehr verdient, zwar mehr Steuern zahlt, aber auch mit einem großen Teil nach Hause kommt. Mir wäre es lieber, wir würden mit Mehrwert für die Gesellschaft agieren und sagen, jemand, der Mehrwert für die Gesellschaft bringt, zahlt weniger Steuern. Also ein Arzt mit 100.000 Einkommen zahlt weniger als ein Fußballer mit 100.000 Einkommen oder ein Banker vielleicht dann auch. Also dahingehend, wo immer Mehrwert entsteht für das große Ganze, für die Gemeinschaft, fände ich, müssten wir die richtigen Incentive-Strukturen setzen. Und als Finanzminister würde ich mir ein System überlegen, wie man das stärker pushen kann, zum Wohle unserer Ärzte. Wenn ich so in die Fintech-Branche gucke, manche benötigen wohl gar keine. Aber ich würde schon sagen, dass Fintechs setzen voraus, dass sie ein gewisses finanzielles Verständnis haben. Das muss nicht zwangsläufig Banking sein. Ich glaube, ganz viel Payment-Strukturen sind eher technisch orientiert. Gleichzeitig, wenn man sagt, man ist im Kreditgeschäft als Fintech unterwegs, dann braucht man natürlich Risikomanagement-Kompetenz. Also ich würde sagen, je nachdem, welches Modell ein Fintech tatsächlich anstrebt, ist es notwendig, mal mehr, mal weniger. Aber es gibt keine Grundvoraussetzung, dass unbedingt ein Banker im Management sein muss. Also ich würde sagen, Vorteile hat es definitiv, weil alle, wir, unsere Partner, bisweilen sogar die Kunden, mit denen wir schon interagieren, daran gewöhnt sind, dass wir digital zusammenarbeiten. Das war noch vor Corona kaum denkbar. Gleichzeitig ist es natürlich schon erschwert, Themen zu erarbeiten. Gemeinsam im digitalen Umfeld macht es nicht immer wirklich ideal möglich, aber wir gewöhnen uns alle zunehmend daran, sodass ich sagen würde, die Vorteile überwiegen und wir glauben, dass wir langfristig dann auch in dem digitalen Modell durchaus so weitermachen können. Ich würde sagen, wir sind verteilt in Europa. Jeder Arzt in Europa, wenn an Finanzen denkt, denkt an Cure, ruft unseren Finance Manager auf und hat sofort ein volles Blick über den aktuellen Finanzstatus, den er hat. Jetzt habe ich in 20 Jahren Banking unheimlich viele Learnings mitnehmen können, hatte die Freude über die Zeit, manchmal auch das zweifelhafte Vergnügen, Firmen, die mit Ideen vielleicht nicht ganz optimal gleich positioniert waren, so nach und nach die Strategie anzupassen, die Kundenstrukturen zu ändern, das Operational Model anzupassen und all diese unterschiedlichen Erfahrungen jetzt zusammenzupacken, um was Neues zu bauen. Ich glaube, das ist die größte Stärke, die ich über die Banking-Jahre zusammentragen konnte, um es bei Cure jetzt dann auch gleich richtig zu machen. Mit möglichst wenig Mitteln eine möglichst effiziente Form für Kundennutzen zu generieren.